Willkommen zurück zu Let's Play King's Bounty The Dark Side. Wir sind letztes Mal stehen geblieben, wo wir aus der Zwergenstadt Dragandor geflüchtet sind und uns auf der Suche nach dem Geist der Dunkelheit gemacht haben, den was wir gefunden haben. Er war da in dieser Burg drinnen und leider Gottes, durch das Öffnen des schwarzen Tores haben wir anscheinend die Aufmerksamkeit von drei Kriegern des Lichts da jetzt hat, auf uns gezogen. Und ja, mal schauen, was da jetzt passiert, weil irgendwie sind das ultimativ starke Truppen. Eigentlich würde ich gerne in die Burg rein. Ich werde bald mit einem Bericht zurückkehren. Ja. Also die Zombies würde ich eigentlich kalten. Weil die können zumindest einer Einheit eine zweite Runde geben. Aber vielleicht sollte ich eher Bogenschützen mit aufnehmen in meine Armee statt den Gespenstern. Weil da mal eh nicht einmal die Hälfte, nur 2 von 5. Kann ich die da rüberziehen? Geht das nicht? Ja, genau. Und dadurch kaufen wir jetzt da lieber Bogenschützen ein. Sind zwar nur 28, aber probieren wir es mal. Okay, krass, man musste wirklich bekämpfen. Oh mein Gott, ihr hättet jetzt vermutet, dass da irgendeine Szene kommt oder eine Cutscene mit Texten, wo man nichts machen muss. Aber okay, dann Vorarbeiter. Zumindest einmal keine Fernkämpfer. Ja, aber trotzdem, okay. Das heißt, die Strategie ist wieder wie vorher. Wir bleiben hinten stehen, probieren mit Zaubern so viel zu eliminieren und mit Fernkämpfen oder Fernangriff, mittlerweile haben wir ja Bogenschützen, so viel Schaden anzurichten, wie es geht, dass wir im Nahkampf nicht allzu viel verlieren. Ja, gehen einen Schritt vor, ist jetzt voller Schaden. Ja. Und mal den vergiften. Zack. Ja, aber 3 von denen eliminieren, das ist schon ganz schön heftig. Da wir den Mana-Trank definitiv auch benutzen müssen für den zweiten Kampf. Und der dritte Kampf, der wird dann, der wird eher heftig. Also überzeugt mir noch nicht ganz, muss ich sagen, dass wir das schaffen werden. Okay, nein, dann verlieren wir. Moment, dann steuern wir jetzt rein, weil vielleicht ist das gewollt, dass man verliert. Okay. Es ist nicht gewollt, dass man verliert. Man soll diese 3 Krämpfe schaffen. Aha. Aha. Ja, dann werde ich aber den Speicherpunkt vorm dunklen Tor laden. Denn da, genau. Ja. Und werde jetzt da mal kurz das Zwergendorf noch einmal erkunden, ob wir da jetzt irgendwas übersehen haben, weil das ist ja krass. Da sieht man es übrigens recht gut, den Knochenbau von dem Drachen quasi, auf dem das Ganze da erbaut worden ist, die Treppen, was wir in der Geschichte im letzten Part, glaube ich, erfahren haben. Und ja, ich werde es probieren. Also einerseits, wir waren da noch links noch nicht. Da kommen wir aber gar nicht weiter, geht weiter. Geht weiter, lungert hier nicht herum. Hier gibt es nichts zu sehen. Aha, aber wir kommen da jetzt auch nicht raus. Na gut, da muss man die 3 Kämpfe wirklich bestehen, aber wie? Wie geht es? Muss ich mir jetzt ein bisschen überlegen. Vermutlich, indem man die Einheiten vom dunklen Geist einfach kauft. Das ist jetzt die einzige Option, die wir jetzt da momentan sehen. Überall das Maximum. Jetzt hat man da stark, ist glaube ich der einfachste Kampf. Gleich stark und etwas stärker. Ja, probieren wir mal. Wir probieren es noch einmal. So, zuerst den Fernkampf-Kack da eliminieren.
8 hat der da. Wow. Bitte 4, bitte 4, bitte 4. Nur einen. Also mit Mühe und Not schaffe ich einen Krampf. Also wirklich mit Mühe und Not, man sieht, wir haben nahezu alles verloren. Ah, das ist ja irre. Und vor allem jetzt sind die anderen Einheiten ja, glaube ich, schon bei der Burg. Das heißt, die kann jetzt gar nicht mehr nachkaufen. Wie funktioniert das? Oder muss man da einfach abhauen? Ich verstehe noch nicht ganz, was das Spiel momentan von mir will, aber das ist ja ultra schwierig. Weil es hat so normal angefangen, das war eigentlich eher nur im. Töte dann ein Zombie? Ja, nein, dann lassen wir das lieber. Es ist ja, hat ja alles gepasst, die Kämpfe waren in Ordnung und jetzt auf einmal drei ultraschwere Monsterkämpfe, so sofort. Jetzt da irgendein Gebiet übersprungen oder sowas am Anfang? Nein, wir sind eigentlich sauber durchgegangen, ich verstehe es nicht ganz. Heftig. Aber jetzt schauen wir mal, was passiert. Den Kampf schaffen wir zumindest. Einen Kampf schaffen wir zumindest. Vermutlich, wenn ich nachkaufen kann, dann schaffe ich den zweiten Kampf auch noch. Den einen Zombie würde ich gern sparen. So. Tschüss. Ja, bin gespannt, was jetzt passiert. Also Level Up? Okay, wir haben einen Schatz erhalten, ist einmal nicht schlecht. Ja, aber was passiert jetzt mit den anderen Zweien? Also ich muss jetzt definitiv nachkaufen. Ja. Zombies nachkaufen, Bogenschützen nachkaufen. Spinnen waren gar nicht so wertvoll, vielleicht lieber noch einmal die Kobolde. Und sofort pausieren und wieder rein. Und mach mal Schlangen, ja. So, dann können wir leveln. Also einmal den Mana-Trank benutzen, weil wir definitiv Mana brauchen. Chaos-Magie vielleicht Stufe 2. Die Frage ist, können wir da überhaupt viel erlernen? Wir hätten 10 Kristalle, ja, wir würden die Zauber auf Stufe 2 kriegen. Vielleicht macht das einen Riesenunterschied, also das machen wir mal. Können wir noch irgendwas erlernen? Nein. Das heißt, 3 Kristalle, 3 Kristalle. Okay, das kriegen wir beides auf Stufe 2. Das machen wir mal. Was können wir noch machen? Verzerrungszauber. Na, das war's. Okay, jetzt wären wir rein theoretisch bereit für einen zweiten Kampf. Was ist das da? Schlüssel der Dunkelheit. Einer von drei Schlüsseln, die das schwarze Tor von innen sperren. Ja, dann probieren wir einfach einmal jetzt gleich stark etwas stärker. Den zumindest gleich starken Kampf. Und ich hoffe, dass ich am Ende von dem Kampf wegrennen kann, um Einheiten nachzufüllen. So, den Kampf schaffen wir. Ah, und jetzt ist aber eben die
die Spannung, ob ich es auf der Außenwelt weg da renne. Moment, vielleicht sollte ich da auch nochmal. Also, man kann im Kampf nicht speichern. Auf der Außenwelt jetzt weg da rennen. Wenn der zweite Kampf sofort startet, also der dritte Kampf dann in dem Fall, dann verliere ich, weil ich zu wenig Einheiten habe. Wenn ich aber noch einmal weg da renne zum Nachrüsten, dann geht's. Habe übrigens ein bisschen Mana gespart, also habe jetzt nicht das ganze Mana verschwendet in dem Kampf, weil wir haben es bitter nötig. Okay, Schlüssel Nummer 2 und jetzt kommt die Spannung. Wie schnell reagiert das Spiel? Ah, sofort. Oh Gott. Oh Gott. Ja, das wird dann ein bisschen schwierig. Schauen wir mal. Also da mal die flächendeckenden Feuerbälle rein. Und vielleicht zuerst der Vergiftung. Da kann ich alle töten. Da kann ich fast alle töten. Wobei die scheinen sehr magieanfällig zu sein. Wenn wir Glück haben. Okay, wir bauen jetzt mal aufs Glück. Den Kampf lasse ich euch komplett drauf. Das kennt ihr also nicht. So, Feuerball, BAM! Dann die rennen vor, dann noch einmal Feuerball, BAM! Schaut gut aus und wir haben noch. Wir können zweimal noch einen Zauber wirken, glaube ich. Gehen jetzt einfach vor. Ich glaube, den Kampf haben wir auch gewonnen. Boah, muss sagen, war mega heftig vom Spiel, dass es da gleich so anzieht mit der Schwierigkeit. Ja, macht er wieder den Krampf. Dass es eben so megamäßig jetzt gleich anzahlt, weil es waren zuerst eher, hätte man gesagt, faire, normale Kämpfe und auf einmal rastet es da völlig aus. Mit drei ultra harten Kämpfen in Folge, also ohne, dass man da so eine Verschnaufspause hat. Ist jetzt nicht nix, also ich behaupte mal von mir, ich bin jetzt kein sehr tollpatschiger und ungeschickter Strategiespieler. Von daher, ja, war jetzt nicht ohne, sage ich mal, gell? So, dann da wieder Feuerball rein. Ja, sehr schön. So, die sind weg. Nein, mal die zwei Bogenschützen, das schafft man. Ein bisschen was werden wir vielleicht noch verlieren. Kollateralschäden, aber bis auf das soll's passen, so. Tschüss! Nein, hartnäckig. Okay. Ja, daher und zack. Was halten denn die aus? Können die jetzt bitte sterben? Okay. Ja, super! Haben wir geschafft. War anstrengend. War eigentlich ultra anstrengend. Das speichern wir mal ab. Was ist da auf der Minikarte eigentlich? Da ist irgendwas eingezeichnet, aber irgendwie ist da nichts da. Oder kann ich da graben? Nö, keine Ahnung. Na gut, waren jetzt nur Kämpfe. Jetzt wollen wir schon ein bisschen von der Geschichte Ahnung mitkriegen. Ja, es war einfach. Ja, komplett gelogen, aber okay. Was nun, Geist? Wir haben euch befreit, damit ihr alle Schurken des Lichts in Netana besiegt. Gute Idee. Wenn ihr schwört, jede Belohnung für den
Wir sind bereit, diesen Schwur zu leisten. Ich schwöre, mein Blut nicht zu verschonen und den Sieg der dunkelsten Dunkelheit in ganz Netana sicherzustellen. Ich schwöre, der Sache der Dunkelheit, dem Geist selbst und beide Waffenkameraden treu zu sein. Ich werde meinen Kampf gegen das Licht fortsetzen, solange es scheint. Es lebe die Dunkelheit. Oh yeah. Okay. Was müssen wir für den Sieg der Dunkelheit tun? Schnell, sagt es mir! So wie ich das sehe, kann man diese Aufgabe leicht durch drei teilen. Das Gelächter der Dämonin erschallt. Und ich kann jeden dazu bringen, Verrat zu begehen. Für einen Kuss von mir sind sogar die treuesten Männer bereit, jeden zu verraten. Jetzt muss ich nur meine glückliche Foltern, richtig? Ich bin kein großer Freund davon, jemanden anderen leiden zu lassen, aber ich habe geschworen, alles zu tun, was mir der Geist anvertraut hat. Ich werde die Gefangenen so lange foltern, bis an ihren Tränen ein See entsteht. Ich werde euch nicht enttäuschen, Freunde. Ich fühle mich etwas unwohl, aber ich werde es schon schaffen. Vergiss nicht, dass das Volk der Geschütze war.
Danke, Geist, ich werde wachsam sein. Okay, wir sind im Keller. Von Netana, vom Geist der Dunkelheit. Exakt, das war ein bisschen ein längerer Part, waren schwierige Kämpfe für uns. Unsere Mission ist klar, klingt irgendwie ein bisschen unmöglich und auch irgendwie nicht ganz nett, aber das Spiel heißt The Dark Side, also geben wir uns einmal der Dunkelseite ein bisschen hin, hätte ich gesagt. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal bei Let's Play King's Bounty The Dark Side, wenn wir da diesen Keller durchforsten und schauen, was wir da für Gegenstände erhalten. Ciao, ciao!